zusammen. Ja, die Woche nimmt ein Ende. Wir haben jetzt hier Freitag, wir sind seit über einer Woche hier. Genießen jetzt noch den Ausklang nach der Schule am Strand und auch den wundervollen Sonnenuntergang über Alanya. Ich hoffe, euch geht es gut. Uns geht es hier jetzt sehr gut. War eine sehr, sehr aufregende Woche, aufregender Start auch letzte Woche, als wir ankamen. Ja, nachdem wir angekommen sind, hatten die Kinder ein bisschen Probleme mit dem Magen, ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Ich hatte am letzten Tag von der Fahrt, also die letzten 9 Stunden Fahrt, noch kurz leider noch einen Hexenschuss mehr eingezogen, bin also mit ein bisschen Rückenschmerzen losgefahren. Beim Sitzen hat es natürlich nicht so weh getan, aber immer halt beim Gehen und dann Auspacken müssen dann wieder durch. 4 oder 5 Mal sind wir mit dem Fahrstuhl in die Ferienwohnung gefahren, um die ganzen Sachen aus dem Auto noch umzubringen. Genau. Und genau, nachdem die Kinder ein bisschen Magen-Darm-Probleme hatten, haben wir gedacht, okay, dann gehen sie jetzt noch nicht in die Schule. War auch ganz gut so. Denn wir sind mittwochs gekommen. Am Donnerstag wollten wir noch mit denen zu Hause verbringen. Wir wollten eigentlich mit den Kindern am Freitag in die Schule gehen. Hätte eh nicht funktioniert. Denn an dem Freitag war hier Feiertag. Ja. Ja. Eine von den beiden hat mir gerade noch ein paar schöne Steine gezeigt, die er gerade gefunden hatte. Genau. Also hat am Freitag war dann der Feiertag. Dementsprechend hatte die Schule eh nicht offen. Das war dann ganz gut. Dann konnten sie sozusagen bis ins Wochenende erholen, sind dann aber erst am Dienstag in die Schule, weil Montag war es noch nicht so gut, dass sie gesagt haben, sie wollen und wollten sich eigentlich unter Druck und da irgendwie, wenn sie Probleme haben, dorthin schicken, das wäre alles irgendwie nicht so kontraproduktiv gewesen. Also sind wir am Dienstag in die Schule und ja. Ja, hallo. Der erste Tag in der Schule ist jetzt vorbei und da dachten wir uns mal, können wir ja mal was essen gehen. Ja, da sind wir. Direkt am Strand. Das ist in der Beachbar Nummer 15. Falls ihr mal hier ist. Sieht ganz lecker aus. Sollen wir gleich mal testen. Und ja, ansonsten, der Tag war spannend. Am Anfang war Sonja noch mit drinne. Der eine Junge wollte nicht ganz alleine sein. Und war Sonja ein bisschen drinne. Dann kam sie raus. Dann haben wir ein bisschen gewartet. Dann waren wir nochmal später nochmal kurz nochmal drinne. Dann hat man ein bisschen Freizeit. Und deshalb mal genossen, um kurz mal einkaufen zu gehen. Durften wir zurück nach Mittagessen, war verabredet, dass sie sich noch mal sehen. Und dann durften wir noch ein bisschen mehr genießen die Zeit, waren dann nochmal in der Wohnung, haben die ganzen Sachen zurückgebracht vom Einkauf und haben dann die Kinder zu 16 Uhr abgeholt. Genau, haben wir aber festgestellt, als wir da waren, ja, es geht auch noch bis 16.20 Uhr und ja. So sieht es hier aus. Ich wollte jetzt mal den Ausblick genießen lassen und ja, lassen jetzt den Abend jetzt ausklingen. Morgen geht es wieder fleißig weiter, morgen ist wieder Schule und ja, bis dann. Und die anderen Tage lief es dann genauso, bis auf gestern, dann habe ich sie alleine in die Schule rausgebracht. Ging auch dann ganz gut. Der Kollege, der nicht so gut, auch nicht gut mit der neuen Situation umgehen konnte, kam aber wunderbar klar jetzt dann. Hat gesagt, soll er mittags nochmal vorbeikommen, haben wir auch gemacht und war auch ganz gut für ihn. Und heute zum Beispiel war der erste Tag, wo wir ihn dann morgens abgegeben haben und haben sie dann abgeholt kurz nach 4. War auch alles schön. Sie wollten auch noch ein bisschen da bleiben. Ja, wir wollen noch ein bisschen spielen. Von daher läuft das gerade super. Die Kinder gewöhnen sich ein. Wir beide genießen die Zeit, die wir dann für uns haben, auch um uns weiterzubilden, um Termine wahrzunehmen, um Sachen vorzubereiten, um einzukaufen. Genau. Wie so, heute zum Beispiel sind wir zur PTT gefahren, weil wir uns davon nicht hatten, dass wir eigentlich sind ja Istanbul Autobahn gefahren, also über Istanbul, über 2 Autobahnen und da fährt man halt am Autostand vorbei, wo man so einen Knopf drückt, kriegt einen Zettel und muss sie dann später bezahlen. Das wollten wir machen an der PTT, siehst, dass wir da bezahlen können, diese HGS. Und ja, die meinten dann, dass das hier nicht möglich ist. Ja,
naja, ist okay. Beim dritten hat er uns dann geholfen, hat gesagt, ja, du musst auf die Internetseite gehen und kannst das Ganze dann digital bezahlen per Kreditkarte. Auch nicht schlecht. Werde ich heute nochmal ausprobieren oder jetzt am Wochenende. Gucken, was funktioniert. Ansonsten habe ich schon mit dem Elternteil gesprochen. Wenn es nicht funktioniert, werde ich einfach mit ihm am Montag zur PTT fahren. Denn er kann halt Türkisch, ist halt Deutsch-Türke und dann klären wir das. Er hat es schon mal gemacht, er war bei der PTT, meinte, hat einfach sein Kennzeichen gesagt und dann konnte man bezahlen. Den werde ich am Montag sehen. Ansonsten die Woche, ja, wir müssen vielleicht raus aus der Ferienwohnung in 2 Wochen, 3 Wochen, aber aus guten Gründen, denn wir haben die Information erhalten aus Berlin, dass die Zahlung des Hauses jetzt fällig gestellt wurde, was für uns bedeutet, dass irgendwann in den nächsten 2, 3 Wochen Geld eintrifft und wir sozusagen dann unsere Wunschwohnung können, die wir dann natürlich mit der Zahlung hinterlegen müssen und dann können wir da vielleicht rein in 2, 3 Wochen, was natürlich super ist und ja, ich bin sehr gespannt, werden wir natürlich auf dem Laufenden halten und ja, euch eine schöne Zeit, uns geht's hier gut, wir legen uns langsam ein, wir werden das Wochenende nochmal schön genießen bei 27 Grad und dann wird auch langsam hier der Herbst einkommen, mal schauen. Bis dann. Schöne Grüße und viel Spaß.